Hoffentlich werde ich nicht sterben, ne? Gleich haben wir es. Ist nicht mehr... Oh, scheiße. Jojojo, servus. Wir fahren jetzt zum Kehlstein. Dann laufen wir da hoch zum Kehlsteinhaus. Und wenn ich es dann wirklich bis auf den Gipfel schaffe, dann stelle ich mich mal vor. Bis gleich. Zum Kehlsteinhaus, zum Eagles Nest. Dieses eine Haus von Hitler, Adolf Hitler. Da geht's runter. Und hier muss ich lang. Mit Wanderschuhen, kurzer Hose. Egal, es ist geil, es macht Spaß. Wunderschöne Aussicht. Sieht man die Kaserne? Nee, ich glaube nicht. Naja, egal. Ich muss weiter, ich glaube diese Richtung, diese. Der Weg hier besteht nur noch aus einzelnen Fußstapfen, in die ich versuche reinzutreten. Weil sonst würde ich hier einfach in den Tiefschnee reintreten. Geil! Gleich haben wir es! Ist nicht mehr... Oh! Scheiße! Okay. Alles gut. Alles gut. Geht's gut. Opa. Füße sind nicht was. Bam! Da ist es! Das ist das Kehlsteinhaus. Aber da stand unten auch Kehlsteinhaus geschlossen. Wahrscheinlich, weil es halt viel zu gefährlich ist, hier hochzulaufen. Egal. Oh, jetzt muss ich noch zur Spitze. Jops, das Gipfelkreuz, ich bin da. Jawoll! Ist das Chaos, hier ist nämlich der Wind ziemlich stark. Bam, da ist es. Da unten ist das Kehlsteinhaus, sieht man nicht mehr. Der Ausblick überragend, gar nichts. Jetzt, wo ich am Kreuz bin, kann ich mich auch mal vorstellen. Also, ich bin Achim, ich bin 20 Jahre alt. Zurzeit bin ich noch bei der Bundeswehr tätig als Gebirgsjäger. Unser Symbol ist auch das Edelweiß, deswegen, jawohl. Ich bin gerne ein Typ, der immer draußen ist, wie man sieht. Scheißegal, bei welchem Wetter. Ich gehe wandern, auch in kurzen Sachen. Ich mache einfach gerne immer Dinge. Zum Beispiel habe ich auch schon eine Fahrradtour in Italien gemacht. Oder zum Beispiel war ich einen Monat segeln in Schweden. Geplant habe ich jetzt mit einem Kumpel eine Fahrradtour nach Griechenland. Das wird auch ziemlich cool. Die Fahrradtour nach Griechenland, das dauert ungefähr 2500 Kilometer und so einen Monat, anderthalb sind wir unterwegs. Das heißt, zack, und auch noch eine große Tour. Sonst bin ich immer gerne unterwegs. Ich war auch schon gerne mal alleine. Ich war jetzt auch am Wochenende in Venedig. Ich war schon in Holland auf einer Fahrradtour unterwegs. Also ihr merkt, ich bin einfach generell ein recht aktiver Mensch. Und dadurch, dass ich Gebirgsjäger bin bei der Bundeswehr, habe ich so ein bisschen in Outdoor-Erfahrung auch schon gesammelt. Und wir Gebirgsjäger, wir sind krass, das sagt selbst Otto. Ich habe ganz, ganz viel Durchhaltevermögen, weil scheiße, Alter, es ist arschkalt. Und ich habe mich entschieden, mit kurzen Sachen hier hochzulaufen. Einfach nur, weil ich Bock drauf hatte, weil es einfach geil ist. Weil es einfach geil ist. So, jetzt mal, keine Ahnung, ich bin jetzt hier am Gipfelkreuz. Bam, ich habe es geschafft, so. Das ist cool. Ja. Also, ich bin ein Mensch mit ganz, ganz viel Motivation. Ein bisschen Outdoor-Erfahrung durch die Bundeswehr. Und ich glaube, ich in Seven vs. Wild werde richtig aufgehen, weil ich richtig Bock drauf habe. Ich liebe einfach sowas. Auch kann ich ganz schnell, ganz gut mit anderen Menschen. Kameradschaft ist da für mich immer wichtig, natürlich in der Bundeswehr. Und deswegen habe ich kein Problem, das mit einer fremden Person zu machen, weil wir müssen es ja mit einem Fremden machen. Da bin ich gespannt, wenn es passiert, wer da auf mich zukommt. Auch habe ich richtig Bock auf Alaska oder Kanada. Ich war noch nie in den Ländern, habe ich übel Bock drauf, wollte ich schon immer mal hin. Das ist ein Traumziel, mal nach Kanada oder Alaska zu gehen. Ja, deswegen, ich freue mich richtig, wenn ich dabei sein kann. Wir sehen es hier an der Bergtour. Ich bin immer motiviert. Geil, wird schon schief gehen.
Jo. Meine Füße sind so kalt, das ist abnormal. Egal, ey, wenn wir in Alaska sind, wird es auch kalt werden. Oder Kanada, wenn wir in Kanada oder Alaska sind, wird es auch kalt werden. Deswegen, passt schon. Wird schon schief gehen, ne? Muss jetzt nur irgendwie wieder runter vom Berg. Und dann passt das. Immer noch ein Schneefeld am Laufen. Jawohl. Ich bin immer einer eher so der motivierteren Leute, die aus jeder Scheiße irgendwie Gold herstellen. Ja, doch. Deswegen finde ich auch immer solche verrückten Touren so cool, wo andere sich denken, oh, so ein Scheiß, tut alles eh gar keinen Bock mehr, denke ich mir, jawohl, hier fängt es erstmal richtig an, Spaß zu machen. Ja, so ein Mensch bin ich. Immer positiv sehen, so sehe ich die Welt. Weil es gibt so viel Negativität in dieser Welt, das ist traurig. Und das will ich nicht in meinem Leben. Nee, ich will ein wunderschönes Leben. Wir sind nur 80 Jahre auf dieser Welt. Guck mal, ich bin jetzt 20, bleiben wir vielleicht noch 60. Ne? Deswegen immer mit einem Lächeln durch die Welt laufen und sich fragen, Alter, was kann ich heute Schönes machen, damit wieder der Tag bombastisch wird. Ja. Das ist so ein bisschen, wie ich denke. Ja, weit haben wir es nicht mehr. Wege werden endlich wieder besser. Ab hier sind dann nur noch normale Wege. Das heißt, weit haben wir es nicht mehr. Let's go! Richtig geil. Richtig geil. So, das war meine Tour auf dem Kehlstein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bisschen verrückt mit kurzen Sachen da hochzulaufen, aber war geil. Nochmal, ne? Wir sehen uns.